Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu, ich wollte schon The Witcher sagen, zu Horizon Zero Dawn. Mensch, manchmal liegt mir aber auch immer das falsche Spiel auf der Zunge. Ich gucke gerade, ob ich in der Lage bin, meine Tragekapazität irgendwie zu verbessern. Kriegsbogenköcher könnte ich machen. Mache ich. Ich brauche eine Fischgräte für den Rassler, für den Zersprenger Gänsehaut. Eine Kaninchenhaut und eine Waschbärhaut. Naja, werde ich demnächst mal irgendwann machen. Hoppala. Die Maschine habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Sind die am Beten da hinten oder was machen die da? Merkwürdig. Alter, euer Ernst? Schande. Guckt euch das an, der Pfeil steckte in der Luft. Der hätte eigentlich vorbeigehen müssen. So ein Dreck. Egal. Ach so, die arbeiten an Maschinen. Das ist es, was sie dort tun. Interessant. Wenn sie so abgelenkt sind, dann... Nicht schon wieder. Oh. Das war knapp. Really? Lol, fail. So. Verdammte Mistviecher. Verdammtes Mistviecher, besser gesagt. Ja, ja, ich weiß. Verderbnis tut weh. Sorry, Aloy. So, okay. Weiter geht's. Na toll. Die Eclipse ist mir immer einen Schritt voraus. Wohin ich gehe, ist sie bereits. Verdammt nochmal. Kurz voranscannen. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ist das überhaupt für ein Viech? Ernsthaft? Was ist das? Eine riesige Maschine, ja, offensichtlich. Aber wo? Was ist ihr Zweck? Zu was wurde sie gebaut? Was hat sie hier getan? Warum ist sie jetzt hier im ewigen Eis eingeschlossen? Davon ganz abgesehen hoffe ich, dass sie im ewigen Eis eingeschlossen bleibt. Irgendwie habe ich auch leicht gerade die Theorie, dass es sich bei dieser Maschine um Hades handelt. Wäre auch eine Theorie, oder? Oh, Hallöchen, das Eis ist weggeschmolzen. Krass. Ja gut. Damit erübrigt sich die Frage, wie ich daran vorbeikomme. Die anderen sind schon dran vorbei. Ins Auge. So. Den Datenpunkt hier nehme ich eben mit. Ah. Okay. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Wir sitzen hier fest, er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten und die dann abwehren. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner Abend. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Hey, ob Sovit. Ich wollte gerade sagen, warum zum Teufel interessiert dich das so wenig? Du interessierst dich doch sowieso für Vergangenes. Offensichtlich interessiert er sich mehr für Ted und Elisabeth als für irgendwas anderes. Ich habe jetzt so einige Audiologs gefunden, wie es aussieht. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner. Na, das ist ja heute. Na, das ist. Na, das... Ah, fuck it. Ich lese es mit mir durch. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sobek Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? War es das jetzt echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Er kommt, bereit machen zum Kontakt. Okay. Jana. Jana! The fuck? Was ist hier passiert?
Titanenwarnung. Wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn, dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. MEB am Platz. Hua! Okay. Das ist alles an Daten, die ich hier sammeln kann, scheinbar. Oh, was haben wir denn hier? Gestrandete Kette. Aha. Oh, ist das nicht eines von den Items, das wir bei dem einen Kerl mit den Kisten eintauschen können? War das nicht eins der Items? Ich meine, dem wäre so. Interessant. So, also ich nehme an, ich muss hier ab durch die Mitte gehen. Wir werden angegriffen. Lol, was? Upsala. Das war doof. Ups. Scheiße. Na toll, das ist ja ein super Start. Mit Karacho und einem gezielten Rutscher in den Tod. Donnerkiefer, Plünderer und Langbein verfügen über ein Ortungsgerät. Ja, ja, ja. Mich hier mal ein bisschen umsehen. Darf ich die ganzen Datenpunkte noch einmal einsammeln oder bleiben die gespeichert? Nee, die bleiben gespeichert, wie es aussieht. Gott sei Dank. Puh. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Nein. Okay, da kann ich offensichtlich nicht lang. Hier vielleicht? Gucken wir uns doch mal hier ein bisschen um. Nein! Da werde ich auch nicht hochkommen, denke ich. Offensichtlich soll ich da runter, aber ich sterbe doch, wenn ich das tue. Ernsthaft? Was soll ich hier machen? Soll ich an dem Kabel runterrutschen? Nee, ne? Ist nicht euer Ernst. Das war jetzt so eine Zufallsidee. Natürlich, Seilrutschen müssen ja nicht immer gleich aussehen, klar. Verdammt. Ach, ist das ärgerlich. Hier haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Gott. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Silence, hörst du das? Was denn? Aloy, wie machst du das? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Wie machst du das, Aloy? Verdauend. Geh weiter und such etwas Interessantes. Was zur Hölle? Aloy! Wie zum Teufel bist du in der Lage, Seile nach oben zu... Was? Leute, das habt ihr doch jetzt auch gesehen, oder? Was zur Hölle? Aloy, das ist nicht nur übermenschlich, das ist ein fucking Wunder. Ich sag's nur. Alter.
So, jetzt ist die Frage, überlebe ich das, wenn ich da, mich da fallen lasse? Ja, offensichtlich. Nicht ich! Upsa. Es gab einen Weg, wie ich das Ganze hätte überleben können. Ich nehme natürlich den Weg, der am tödlichsten gewesen wäre. Der schnellste Weg nach unten. Ja, aber auch der, wo man am schnellsten sterben kann, Aloy, ne? Ich sag's ja nur. Okay. Aha. Ich werde ehrlich gesagt gerade aus dieser Anlage nicht schlau. Ich habe auch nicht gerade das Gefühl, dass ich gerade den richtigen Weg gehe. Oder doch? Ich weiß es nicht. Unter mir ist vielleicht irgendwas. Wenn Aloy runtergehen würde. Nein. Was zur Hölle? Muss ich tauchen? Ich kann tauchen. Aber hier nützt es mir wenig. Erkunde den Grabhort. Ja, ich wüsste wenigstens, wie ich in der Lage wäre, hier durchzukommen. Ehrlich gesagt. Ich habe gerade gar keinen Plan. Ich versuche jetzt erstmal dem Questmarker zu folgen, in der Hoffnung, dass sich das irgendwie, dass mir das irgendwie weiterhilft. No. Nein. Die Möbel waren aus Metall? Wie soll man es sich da gemütlich machen? Hier ist eine weitere Rutsche. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Also bei diesen Kabeln runter zu rutschen, das ist ehrlich gesagt sehr gruselig. Aloy, ich könnte das nicht. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Yep. Gut deduziert. Dann gucken wir mal, wie wir den Strom wieder anschalten können. Was steht da? Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischen Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Tja. Ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Nützliche Informationen. Die Daten zeigen die erforderlichen... Ah, da, jetzt sehe ich es erst. Oben, unten, links, rechts. Okay, oben. Unten. Links. Und rechts. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Jawohl. So, was ist hier drinne? Muss ich überall das Gleiche eingeben? Nein, muss ich nicht. Ah, hier ist es. Die Daten zeigen, bla bla bla. Nö, tun sie nicht. Fehler, GT-Techniker konsultieren. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Nein, falsch rum. Und zwei. So. Noch eine. Okay. Ja, da ist der letzte. Perfekt. So, was haben wir hier? Oben, oben, unten, unten. Easy.
Und zweimal in die Richtung. So. Das war's. Klingt zumindest so. Erkunde den Grabhort weiter. Jawohl. Sehr schön. Oh, wieder eine der Leitern, die nur von einer Seite bekletterbar ist. Nein. Ich bin auf der richtigen Seite. So. Jawohl. Tür öffnen. Sehr gut. Und was ist dahinter? Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Geil! Ich habe die Energiezelle, die ich hier habe, bekommen sollte, direkt gefunden. Geil! Sie sind es tatsächlich. Diesmal konnte man aber auch nicht dran vorbeilaufen. Nur Waffen. So sieht's aus. Dann schauen wir uns mal um. Uiuiui. Diesmal sind auch sehr viele dabei, die ordentlich was waffenmäßig auf dem Kasten haben, offensichtlich. Ich sehe Waffen. Ups. Waffe, Todbringergewehr, sehr schön. Nehme ich gerne. Wie geht denn das bitte? Mann, das ist euer Ernst. Na warte. Ja, jetzt zeigst du dein Gesicht, Mistkerl. So, easy. Erkunde Grabhort weiter. So, eben die Sprengbomben nochmal neu herstellen und weiter geht's. Hier nochmal alles plündern. So, sehr schön. Es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Energiezelle, die ich besorgen kann, die ich besorgen muss. Und die wird auf jeden Fall auch in einer Hauptquest verfügbar sein. Mit anderen Worten, ich werde noch ein kleines bisschen weiterspielen müssen, bevor ich an diese letzte Energiezelle komme. Keine Ahnung wie lange, aber wir werden ja sehen. Ja, wie komme ich denn da bitte schön hin? Vielleicht ein Stockwerk weiter runter? Nein. Soll ich vielleicht da auf dem Metallarm rumlaufen? Ist es das, was ich tun soll? Nee, offensichtlich nicht. Einen solchen Weg gibt es nicht. Tja. Wenn ich irgendwo ein Loch in der Decke geben würde, wo ich wissen, genau sagen könnte, ja, genau da muss ich durch. Da könnte ich durch. Das würde mir auch reichen. Muss ich mit meinem Fokus hier vielleicht ein bisschen was gucken? Oh, da hinten. Da ist was. Oh, lol. Okay. Dahin? Okay. Puh. Oh, die Reflexion des Wassers ist nice. These Reflexes. So. Ui, was haben wir denn hier? Eine Menge Audiopunkte. Eieieiei. Extrem viele. Krass. Die ganzen Datenpunkte scheine ich hauptsächlich hier aus den Anlagen zu bekommen. Bitte antworte. Oh je. Hört sich schon wieder nach sehr viel Drama an. Ich glaube an dich.
Benutze die Konsole. Soll ich? Moment. Erst einmal gucke ich mir hier alles an und besorge mir die ganzen... Besorge mir die ganzen Datenpunkte. Okay, jetzt kann ich. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Vom Planeten. Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Gute Frage. Erkunde den Grabhort weiter. Ja, offensichtlich hat sie Projekt Zero Dawn gestartet, aber die Frage ist, was ist das für ein Projekt? Ich kriege hier wieder verdammt viel Zeug zum Heilen. Als ob ich auf irgendetwas vorbereitet werde. Uiuiui. Hallöchen. Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Alter, nee, ne? Das ist nicht euer Ernst. Oh, ein Todbringer. Oder? Ist das einer? Ich denke schon. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Kopesch? Ist das dein eigener Name für die Maschine, Aloy? Tatsächlich, der Todbringer ist mobil. Der letzte, der war ja eigentlich wie eine Art stilles MG oder stationäres MG. Das ist natürlich ganz scheiße. Wenn er sich bewegen kann. Dammit. Okay, ich werde natürlich wieder versuchen, mit Pfeil und Bogen zu arbeiten, um nicht entdeckt zu werden. Jetzt wird's laut. Nee. Wie hat der mich bitte... Alter! Der hat ernsthaft den Vorsprung weggeballert. Shit. Alter. Geh weg! Ey! Was? Wie bin ich denn jetzt bitte hier hingekommen? Ey! Ich habe das Gefühl, das Spiel teleportiert mich gerade an die Stelle, wo es mich haben möchte. Ja, ist ja gut. Verdammt. Okay. Schwäche sind Schock und Feuer. Dammit. Alter. Jetzt reicht's mir.
schon Schock. Dammit. Ups, ich wollte nur dein Gewehr haben. Ich hoffe, das ist okay. Dammit. So. Schön ins Auge. Oder da. Yes! Yes! Das war's. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Oh nein, eine Todbringerlinse. Verdammt, die möchte ich haben. Moment. Was habe ich denn alles im Inventar? Unter Rohstoffe? Ach du Scheiße, so viel knochiges Fleisch, das brauche ich doch alles gar nicht. Kann ich irgendwas herstellen? Irgendwie Tränke oder sowas? Ja, davon kann ich welche herstellen. Come on, weg damit. Weg mit dem Fleisch. So, kann ich jetzt? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Krass. Okay, bei solchen Viechern kein Wunder, dass die Erde kurz davor stand, oder die Menschheit kurz davor stand, ausgelöscht zu werden. Die Frage ist jetzt nur, was hat sie aufgehalten? Was hat Elisabeth getan mit Project Horizon? Oder mit Project Zero Dawn, um die Maschinen aufzuhalten? Ich denke mal, wir werden es gleich rausfinden, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich brenne auf Antworten gerade. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ihr danken, nach dem, was sie gesagt hat? Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ihr alle danken. Ja, aber... ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... wir würden ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihm den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek. Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elisabeth getan? Dr. Sobek, wie vorher gesehen, wurde die Wichita-Linie durchbrochen. Es
ist in 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich muss da ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur einen Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Eben. Verdammt, jetzt habe ich die Audiodatei übersprungen. Wollte ich gut, nicht. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war alles klar. Was für eine super Waffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Hoffe ich auch. Wir haben Level 48 erreicht, wir haben die Quest Grabhort abgeschlossen und nun folgt ein Fluch für die Dunkelheit. Begib dich zu dem Ort, den Silence angegeben hat. So, und ich denke mal, jetzt sind wir in der Lage, ja, die letzte Fähigkeit zu erwerben. Bäm. Und ich habe sogar eine Trophäe bekommen, alle Fähigkeiten erlernt. Alle Fertigkeiten. Krass. Also man kann tatsächlich mehr Skillpunkte bekommen, als man ausgeben kann. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Okay, Leute. Dann würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle. Ich weiß, er ist etwas länger geworden. Ich wollte die Quest aber unbedingt noch zu Ende bringen. Na dann würde ich glatt sagen, werden wir auch die nächste Hauptquest im nächsten Part angehen. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.